Ich habe vor kurzem eine Show gesehen. Ihr müsst euch das vorstellen. Da ging es um LGBT. Ja? Diese neue Welle. Ja? Lesbisch, homosexuell, bisexuell und so weiter und so fort. Alles normal, alles richtig. Jeder, der auch nur sagt, nee, finde ich nicht normal, finde ich nicht schön, gefällt mir nicht, wird sofort als homophob abgestapelt. Das ist eine Welle, wo es einen gesellschaftlichen Druck gibt, der schon auf die Jugendlichen und vielleicht sogar bald auf die Kindergartenkinder ausgeübt wird. Ja? Und ich habe zwei Papas und ich habe zwei Mamas und so weiter und so fort. Jeder weiß und in jeder Religion und in seit der Mensch auf der Welt, das ist die normale Familie und du darfst gar nicht mehr normal sagen, Vater, Mutter und Kind. Es sei denn, es ist jemand gestorben. Jetzt haben wir Papa, Papa und Kind. Mama, Mama und Kind. Und wenn du was dagegen sagst, dann bist du schlimm, dann wirst du geächtet, dann wirst du bekämpft wie nie zuvor. Da sitzen da ein paar Leute und fangen an, über Homosexualität zu reden. Dann sagt der eine, ja, im Koran gibt es ja gar keine Grundlage dafür. Also da gibt es ja gar keine Grundlage dafür, dass das verboten ist. Wie geht ihr denn bei, oder zu dritt vielleicht einfach, wie geht ihr mit queerfeindlichen Kommentaren aus der muslimischen Community um? Also, das ist schwierig. Also ich versuche geduldig zu sein, zu sagen, dass es da keine, dass es gar keine Grundlage gibt. So die Grundlage, die sie behaupten, die sie hätten. Jetzt haben sie einen eingeladen, der ein angeblicher Imam ist. Das ist die Taktik. Imam. Da sagt er, ja, Vergewaltigungen, Vergewaltigungen. Die Geschichte von Propheten Lut etc. und Sodom und Gomorra, dass man das immer in dem Zusammenhang damit setzt, was diese Menschen da in dieser Stadt gemacht haben. Aber man spricht da auch von sexueller Gewalt in dieser Geschichte. Das waren Menschen, Vergewaltigung, die kriminell waren. Und man setzt das gleich mit homosexuellen Handlungen und bezieht sich dann auf diese Geschichten. Was laberst du dort? Lies dir mal den Koran durch. Wo wird Qaum Lut verurteilt wegen Irtisab? Zeig es mir. Nirgendwo. Sondern weswegen werden sie verurteilt? Ihr geht zu den Männern, wie ihr zu Frauen geht, Shahwatan, mit Gelüsten. Und es wird extra genannt, wie zu Frauen. Es wird keine spezifische Tat genannt, weil wenn die spezifische Tat genannt wird, Entschuldigung, wenn ich die Worte nenne, ihr findet das vielleicht unpassend, aber man muss es verstehen. Wenn jetzt zum Beispiel Analverkehr genannt werden würde, dann würden sie sagen, ja, aber Oralverkehr wird ja nicht genannt. Versteht ihr? Soweit wie ich irgendwie Quellen lesen konnte, werden auch, also auch diese explizite Beschreibung von sexuellen Handlungen, die heute als, dann sagen wir das Wort jetzt einmal ganz klar, ne? Also Analverkehr zwischen Männern, zwischen Cis-Männern, wird meines Wissens nach so explizit im Koran auch nicht erwähnt. Ist auch meines Wissensstandes nach, gibt es im Koran keine Erwähnung von spezifischen sexuellen Handlungen, es sei denn, sie sind zum Beispiel Gewalttätige und werden dann verboten als solche. Ich glaube, ganz spezifisch ist die Ehe zwischen Geschwistern verboten. Also es werden sehr viel mehr sexuelle Beziehungen reguliert, die mit Kindern und Schwangerschaft enden können, als dass es andere sind. Die Weisheit ist, zu Männern wie zu Frauen, egal welche Art von sexueller Tat, ist Haram. Und da sind sich die Gelehrten, das ist klar und deutlich im Koran, da kommen Leute erzählen, versuchen was rein zu interpretieren im Koran. Ja, nee, damit ist Vergewaltigung gemeint. Damit ist gemeint, die sind ihren Frauen fremdgegangen. Das musst du dir mal vorstellen.